wieder eure Lina und heute zeige ich euch, was ich von dem Weihnachtsmann alles bekommen habe und ja. Und ich wollte mich nochmal bedanken für die 700 Abonnenten und ja, also wollen wir starten. Und hier habe ich mein erstes Teil, und zwar habe ich hier die Eurobees bekommen. Und ja, ist auf jeden Fall sehr cool. Das sind so kleine Wasserpins, die werden immer größer, wenn man die im Wasser legt. Und ja. Ja, das sind die Wasser-Ubis. Und ja, kommen wir zum nächsten. Und hier habe ich auch schon das nächste. Und zwar eine Mütze. Die auch ziemlich fleischig und drin ist. Und eine große Bommel. Und irgendwie war das hier so ein Zeichen da. Und ja, ich finde es sehr cool. Und ja, kommen wir zum nächsten. Und jetzt habe ich auch schon das nächste Teil, und zwar ist das von Gravitas. Für die Morgenbahn. So. Ja, ist ziemlich cool. Weil da kannst du verschiedene Bahnen bauen. Wie auch hier. Wie man sieht. Sowas. Verschiedene Sachen. Und ja. Kommen wir zum nächsten. Und jetzt habe ich auch schon wieder das nächste Teil, und zwar ist das auch von Gravitas. Oh mein Gott, das ist ziemlich groß und ziemlich schwer. Und zwar noch ein Zubehör. Also, das wiegt bestimmt 2 Millionen Kilo. Und ich komme jetzt zum nächsten. So, und das nächste Teil habe ich hier schon. Wie man sehen kann, ist es eine Nähmaschine. Ja. Auf jeden Fall ziemlich cool. So ein Geschenk. Echt teuer, dieses Teil. Und ja, das habe ich bekommen. Das ist echt viel. Und kommen wir zum nächsten. So, jetzt habe ich das nächste Teil bei mir. Und das ist von Bonaco. Nee. Bonok. Das. Wer kann sich denken, was da drin ist? Also, ich hätte gedacht, da passt eine Flasche rein. Aber nein, das ist ein. Oh mein Gott, das ist ein cooles Mikrofon. Das sieht so aus. So. Hier ist halt ziemlich cool. Verschiedene Funktionen, Mode, Zurückspulen, Vorspulen, Pause, Vorspulen, Volumen, hier steht Volumen, Echo, Musik, und hier ist der An- und Ausschalteknopf. Und hier kann man es laden, da, das ist für TF, keine Ahnung.
hier kommt die Kopfhörer rein, weil meine mit Kopfhörern hören möchte. Und ja, auf jeden Fall ein sehr cooles Geschenk. Von einem guten Herrn Weihnachtsmann. Und ja, kommen wir zum nächsten. So, und das nächste Geschenk habe ich schon hier. Und das ist von Harry Potter. Eine Brüste mit einem großen G. So sieht sie aus. Auf jeden Fall sehr cool. So ein G. Cool Haarbürste, also. Der so eine Haarbürste nicht hatte. Ist kein Hagrid-Fan. was Hagrid? Ich meinte Gryffindor. Und die machst du lustig vor. Und ja, kommen wir zum nächsten. Und das nächste habe ich schon hier in der Hand. Und das ist wieder von Harry Potter. Und zwar ist das ein Spiel, Sagenland, von Harry. Mr. Potter mit der Eule Hagrid. Hagrid. Und Harry. Und hier auf der Rückseite sieht das so aus. Und ja, kann man auch zeigen, von drinnen sieht das so aus. So, das ist ja nötig, aber man hat ja keine Hobbys, ne? Und ja, kommen wir zum nächsten. So, und das nächste Teil habe ich hier schon in der Hand. Wieder von Harry Potter. Von Mr. Potter. Und das ist ein Letter Treating Set. Das ist davon. Das ist sogar eine echte Feder. Und das ist ein Kugelschreiber. Ich möchte sie auch so eine Aufkleber. Und diese Papiere leuchten auch im Dunkeln. Und das ist ziemlich cool. Also wie man sieht, ich bin ein riesen Harry Potter Fan. Und ja. Wird sehr cool. Ach ja, auf der Rückseite kann man noch besser sehen, was alles dabei ist. So Briefumschläge, Briefe, der Stift, Aufkleber und ja. Und kommen wir zum nächsten. So, das nächste Teil habe ich auch schon in der Hand. Das ist wieder von Harry Potter, Mr. Potter, und das ist so ein Trivizard Maths Game ab 5 Jahren. Ich bin 17 und das Spiel ist ab 5 Jahren. Und das kann man spielen 2 bis 4 Spiele. Und das ist von Harry Potter. Mensch, ärgere dich nicht. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Einfach von Harry Potter so ein Ding. Hier sieht man auch Harry. Das ist Draco Malfoy. Und ja. Von hinten sieht das so aus. So. Und ja, ziemlich cool. Kommen wir zum nächsten. So, dann habe ich das nächste Teil wieder von Harry Potter, Mr. Potter.
Und das ist ein 3D-Image Premiere 3D-Puzzle. Das ist cool. Das kann sich so bewegen. So ein, das ist der Hogwarts-Zug. Ja, auf jeden Fall sehr cool. 500 Teile. Also sieht man hier auch 500 Teile. Da 500, 500. Harry Potter. Ab 6 Jahren. So sieht es wieder von hinten aus. Und ja, sehr cool. Da ist sehr viel zu bauen. Kommen wir zum nächsten. Das nächste Teil habe ich die Erdlinge in der Hand. Wieder von Harry Potter. Von Mr. Potter. Und das ist ein Harry Potter 3D Puzzle. Wieder 3D. Aber ab 8 Jahren diesmal. 243 Elemente. Und ja, das sieht so aus. Das ist so ein Puzzle. Ach, scheiße, ist mir gar nicht aufgefallen. Hier sieht man das. Da. Am 8 Jahren. Warnung. Hogwarts. 3D-Puzzle. Und von hinten gibt es noch sehr viele Zubehör. Die Stadt, das große Schloss. Ja, ich habe das da. Also so. Sieht das aus? Von hinten. Und ja, kommen wir zum nächsten. So, jetzt habe ich das nächste Teil und ich muss mich umstellen, weil in Sitzung konnte ich euch das gar nicht zeigen. Und das ist das hier. Wieder von Mr. Potter. Von Harry Potter. So sieht das aus. Da steht auch Harry Potter. Und Lego Harry Potter 20 Jahre. Das ist immer eine. Und exklusiv ist da immer so eine goldene Figur dabei. Und von hinten sieht das Ganze so aus. So sieht das Ganze aus. Das ist ziemlich cool. Und ja, kommen wir zum nächsten. So, das nächste Geschenk ist ein bisschen sehr groß. Und ja, zeige ich euch mal. Das ist das, der so das Dream steht auch drauf. Dann ist damit dabei so eine Flasche. Und ich erschrecke mich immer, wenn das Ding so wackelt, weil das wackelt immer. Und ja. So sieht es von der Seite aus. So. Ja, und da oben ist nochmal der Knopf. Und ja. Und kommen wir zum nächsten. So, und das nächste Geschenk habe ich bei mir. Und oh mein Gott, das ist, glaube ich, das Highlight des Jahres. Und zwar habe ich so ein MacBook. Ne, so ein Samsung. Geht auch an hier. Da. So. Mit Tastatur. Und sogar mit einem Stift. Hier war ein Stift dabei gewesen. Das ist doch mal cool, oder? Jetzt kann ich dieses Magnet. Kann ich da einfach anklipsen. Und ja, so sieht er aus.
Und ja. Ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke, werdet den Kanal, ihr wisst, was ich meine, Kanal, auf jeden Fall, das Rote muss grau werden und dann aktiviert alle Benachrichtigungen, die ihr von mir bekommen könnt. Und ja, ich hoffe, wir schaffen 80.000 Abonnenten. Ich glaube, es sind 700 Abonnenten. Juhu! Und ja, also ich wünsche euch viel Spaß beim Angucken des Videos. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!